Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Oggi traduciamo le frasi dall'italiano al tedesco. La prima frase che dobbiamo tradurre è mangio una torta. Io mangio. Mangiare in tedesco è essen, la prima persona, ich esse. Una torta. La torta, der Kuchen, in tedesco è maschile, der Kuchen. Cosa mangio? Ich esse einen Kuchen. Cosa mangi? Was isst du? Was isst du? Ich esse einen Kuchen. Der Kuchen, maschile, accusativo, den, einen Kuchen. Ich esse einen Kuchen, ich esse den Kuchen. Mangio una torta. Numero 2. Leggo volentieri il giornale. Io leggo. Ich lese volentieri, gerne, il giornale Zeitungen. Qui sono il plurale di Zeitung, di Zeitungen. Ich lese gerne Zeitungen. Was liest du gern? Cosa leggi volentieri? Was liest du gern? Ich lese gern Zeitungen. Liest du gern Bücher? Ja, manchmal lese ich Bücher und manchmal lese ich Zeitungen. A volte, manchmal, leggo i libri, lese ich Bücher, e a volte il giornale. Und manchmal lese ich Zeitungen. Non leggo volentieri il giornale, solo i libri. Ich nur Bücher. Solo i libri, solo i libri, nur Bücher. Ok? E adesso non leggo volentieri ich. Ich lese nicht volentieri, gerne, giornale, Zeitungen. Ich lese nicht gerne Zeitungen, solo i libri, nur Bücher. Ich lese nicht gerne Zeitungen, nur Bücher. Ok, numero 3. Ieri ho letto il giornale. Ieri, passato prossimo. Perfect in Deutsch. Ci serve haben plus participio. Allora, ich habe ieri, gestern, il giornale, die Zeitungen, letto, gelesen. Ich habe gestern die Zeitung gelesen. Ich habe gestern die Zeitung gelesen. Il verbo principale alla fine della frase. Ich habe gestern die Zeitungen gelesen. Was hast du gestern gelesen? Ich habe gestern die Zeitung gelesen. Ok? La prossima. Di sera guardo la TV. Di sera guardo la TV. Nella posizione seconda, qua è il verbo. Qui il verbo è guardare la TV. E in tedesco è Fernsehen. Allora il verbo principale è sehen. Ich sehe. Di sera, abends. E il prefisso fern alla fine. Fernsehen. Ich sehe abends fern. Was oder wann siehst du fern? Wann siehst du fern? Ich sehe abends fern. Ich sehe abends fern. Siehst du morgens fern? Nein. Ich arbeite morgens. Ich kann nicht morgens fernsehen, weil ich morgens arbeite. Ich sehe abends fern.
Wenn ich Freizeit habe, sehe ich fern. Ok, la prossima, lui guarda la TV solo di sabato. Allora, lui è il verbo fernsehen. Ich sehe, du siehst, er sieht nur samstags, solo di sabato, nur samstags, il prefisso fern, alla fine, er sieht nur samstags fern. Ich sehe abends fern, er sieht samstags fern. Numero 7, te lo mostro. Te lo mostro. Ich mostrare, zeigen. La prima persona, ich zeige. Lo, es, te, dir. Ich zeige es dir. Dir, il dativo. Wem zeigst du es? Wem? Ich zeige es dir. Numero 8. Vieni, ti mostro la tua stanza. Com, vieni, ti mostro io. Ich, mostrare. Ich zeige, ti mostro a te, dir, la tua stanza, dein Zimmer. Vieni, komm, ich zeige dir dein Zimmer. Ich will dir dein Zimmer zeigen. Möchtest du dein Zimmer sehen? Wenn du dein Zimmer sehen möchtest, komm mit mir. Wenn du dein Zimmer sehen möchtest, komm mit mir. Ich zeige es dir. 9. Ti mostro la stanza in cui puoi dormire stanotte. In cui puoi dormire stanotte. Ich zeige dir den Raum. Ich zeige dir der Raum, in cui, in dem du stanotte, heute Nacht, puoi dormire, schlafen kannst. Ich zeige dir der Raum, in dem du heute Nacht schlafen kannst. Ja. È lo stesso con das Zimmer, auch. Perché il dativo maschile è dativo neutro e dem. Allora, ich zeige dir das Zimmer, in dem du heute Nacht schlafen kannst. Oder ich zeige dir der Raum, in dem du heute Nacht schlafen kannst. È la frase relativa qui, in cui, in dem, in dativo. Pago io i biglietti. La prossima frase. Pago io i biglietti. Io, pagare. Ich zahle oder ich bezahle. Cosa? I biglietti. Di tickets. Wer bezahlt die Tickets? Bezahle. Ich bezahle die Tickets. Pago io. Ich bezahle die Tickets. L'acqua è nella bottiglia. L'acqua è nella bottiglia. Das Wasser ist nella, in der bottiglia, Flasche. Allora, Flasche in tedesco è femminile, die Flasche. E wo ist das Wasser? In der Flasche il dativo. Wo ist das Wasser? Das Wasser ist in der Flasche. Wo ist die Flasche? Die Flasche ist auf dem Tisch. Aber das Wasser ist in der Flasche. Dativo è der, in der Flasche. Nominativo di, die Flasche. Die Flasche ist auf dem Tisch und
Und das Wasser ist in der Flasche, in der Flasche. Il bicchiere è in cucina. Il bicchiere, das Glas, ist in cucina, in der Küche. Wo ist die Küche? Die Küche, femminile, nominativo, die Küche. Wo ist die Küche? Die Küche ist neben dem Schlafzimmer. Und wo ist das Glas? Das Glas ist in der Küche. Die Küche ist hell. Das Glas ist in der Küche. Der Flasche der Küche. Ho bevuto del caffè. Ho bevuto del caffè. Ich ho bevuto. Passato prossimo. Perfect. Il verbo ausiliare ich habe. Cosa? Caffè bevuto. Getrunken. Il verbo trinken, bere, trinken. Io ho bevuto, ich habe getrunken. Was hast du getrunken? Hast du Tee getrunken? Hast du Wein getrunken? Hast du Milch getrunken? Nein, ich habe Kaffee getrunken. Morgens trinke ich immer Kaffee. Ho parlato lentamente. Ich habe lentamente, langsam parlato, gesprochen. Il verbo parlare in tedesco è sprechen. Sprechen, il participio di sprechen è gesprochen. Ich habe langsam gesprochen. Hast du schnell gesprochen? Nein, ich habe nicht sch schnell gesprochen. Ich habe langsam gesprochen. La famiglia è grande. La famiglia è grande di, questo è facile, di famiglia is gross. Ist di famiglia gross, ja, di famiglia is gross. Tutti lavorano nella mia famiglia. Alle, tutti, lavorano, arbeiten, wo, dativo, wo, di famiglia. Femminile, di famiglia, in dativo è in der Familie, in meiner Familie. Allora mit R alla fine. Alle arbeiten in der Familie. Alle arbeiten in meiner Familie. Lo stesso era con in der Flasche, in der Küche, in der Familie. Also die Flasche, die Küche, die Familie. Wo? In der Flasche, in der Küche, in der Familie. Dativo con der. Alle arbeiten in meiner Familie. La stanza è comoda. La stanza è das Zimmer. Ist comoda, bequem. Das Zimmer ist bequem. La stanza è comoda. Das Zimmer ist bequem. Dormo in camera. Ich dormo, ich schlafe. Wo? Ich schlafe im Zimmer. Zimmer è neutro, das Zimmer, in dativo è in dem Zimmer. O im Zimmer, im Zimmer, in dem, im. Ich schlafe im Zimmer. Faccio una domanda. Ich stelle eine Frage. Ich stelle eine Frage. Faccio una domanda. Ich stelle eine Frage. Aspetti fino alle 6. Aspetti. Aspettare. Warten. Warte. Fino. Warten Sie bis 6. Aspetti fino alle 6. Warten Sie bis 6. Ok, è tutto per oggi. Ci vediamo. Arrivederci. Auf Wiedersehen und tschüss.